Herzlich willkommen bei diesem Geburtshoroskop-Analyse. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Ariela, ich grüße dich. Das ist dein Video, dein Geburtshoroskop-Analyse nach westlichen Astrologie. Und ich möchte mich bedanken, dein Anvertrauen, und ich möchte mich bedanken, dieser Auftrag. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop, und habe ich auch erklärt, was bedeuten hier diese 12 Lebensbereiche. Und jetzt sind wir Teil 2 und jetzt geht um das Wesentliche, nämlich dein Geburtshoroskop. In diesem Bild, in der Mitte, siehst du einen Engel. Dieser Engel heißt Jeliel und hat die Zahl 2. Das ist dein persönlicher Schutzengel. Nach Kabbala wird dieser Engel zu dem Tag zugeordnet, wann du geboren bist. Engel Jeliel ist Engel der Helfende, bietet Hilfestellung an im Bereich Liebe, Partnerschaft. Er fördert die Liebe, fördert auch die Träume, fördert auch Achtsamkeit und ein liebevolles Miteinander. Hilft aber auch bei Rechtsstreitigkeiten, bei Prozessen. Vermittelt Ruhe und Zuverlässigkeit, zeigt uns den Bezug zur Realität und stärkt unsere Überzeugungskraft, hilft uns, unserem inneren Ruhe zu finden und versucht überall die Liebe in Ausdruck bringen. Das ist dein persönlicher Schutzengel. Der erste Lebensbereich symbolisiert dein Geburtsmoment. Und dieser Moment ist die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont aufgestiegen. Das ist dein Aszendent. Und das beeinflusst dein Aussehen, deine Persönlichkeit, dein Auftreten. Und so bist du auch wahrgenommen. Die Tierkreiszeichen Stier gehört zum Erdeelement. Du brauchst Sicherheit, Stabilität, einen festen Boden unter deinen Füßen. Das sind deine persönlichen Bedürfnisse. Die Stier strahlt auch Mütterlichkeit aus, Ruhe aus. Du hast eine beruhigende Wirkung auf anderen Menschen. Die Tierkreiszeichen Stier hat einen Bezug zum Geld und Wohlstand. Und das ist für dich auch sehr wichtig. Und du möchtest auch, dass andere gut geht. Die Tierkreiszeichen Stier neigt aber zu Eifersucht. Wenn du dieses Gefühl verspürst, dann sollst du dieses Gefühl Eifersucht dann überwinden. Du siehst hier, dass die Stier nicht nur im ersten, sondern auch im 12. Lebensbereich einen Einfluss hat. Und das kannst du so vorstellen, dass diese Tierkreiszeichen Stier besteht aus 30 Grad. Und das dauert, bis die ganze Tierkreiszeichen in Osthorizont vollständig aufsteigt. Und in dem Moment, wo du geboren bist, ist schon ein Teil von dem Stier in Osthorizont aufgestiegen, wie ein Sonnenaufgang, und dann bist du geboren. Und das hat einen großen Einfluss auf deine Persönlichkeit, weil das ist dein Aszendent.
Und jeder Lebensbereich, auch die zweite, auch die dritte, auch die vierte, also jeder Lebensbereich hat ein Tor. Und das, was wir astrologisch auch betonen, kann aber passieren, dass ein anderer Tierkreiszeichen auch einen Einfluss hat. Und so ist es auch bei dir. Im ersten Lebensbereich kommt noch dazu die Zwillinge. Und das bedeutet, die Tierkreiszeichen Zwillinge öffnet den Tor zu deinem zweiten Lebensbereich, wo um die Werte geht und um die Finanzen geht, aber hat noch eine Färbung auf dich, auf deine Persönlichkeit. Und die Zwillinge vermitteln dir ein jugendliches Aussehen, eine gewisse Leichtigkeit, weil das ist Luftelement, und auch Intelligenz. Und die Tierkreiszeichen Zwillinge steht auch für Kommunikation. Das heißt, du hast diese Auftreten, gehört zu deiner Natur, dass die Menschen gerne mit dir unterhalten. Und bei Stier wohl, fühlen sich wohl in deiner Nähe. Die dritte Lebensbereich. Im dritten Lebensbereich ist die Schule. In jungen Jahren ist das die schulische Leistung oder wie hast du dich in die Schule gefühlt. In späteren Lebensjahren bedeutet das Verbindungen, Kontakte, Austausch, Nachrichten, aber auch Schulungen und die Verbindung zum Geschwister, zu Verwandten, zu Nachbarn, zeigt auch unsere vertraute Umgebung, was wir vieles entdecken können. Und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Krebs und die Krebs öffnet gleichzeitig auch die vierte Lebensbereich. Ich stelle die Krebs hierher, das heißt, die Zwillinge beherrscht ganz die zweite Lebensbereich und Krebs hat einen Einfluss auf den dritten, aber auch auf den vierten Lebensbereich. Und beide Toren öffnen sich mit Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs hat einen Bezug zu Familie, die Bedürfnis, ein Zuhause zu haben. Aber es ist nicht nur die Wohnsituation, was hier wichtig ist, sondern das innere Wohlbefinden, das Seelische. Die Krebs hat auch einen Bezug zum Wasserelement und Wasserelement symbolisiert die Gefühle. Also für dich ist es sehr, sehr wichtig, ein Zuhause zu haben, wo du dich wohlfühlst und die Verbindung zum Verwandten. Die fünfte Lebensbereich sind die Kinder, bedeutet aber nicht nur unseren eigenen Kinder oder Enkelkinder, sondern unserem eigenen Kindheit und unserem inneren Kind. Und hier liegt die schöpferische Kraft, etwas schöpferisch gestalten, spielerisch auch, und hier liegt die Lebensfreude. Dieser Tor öffnet sich mit Tierkreiszeichen Löwe. Aber die Löwe hat noch eine Färbung zu deinem vierten Lebensbereich. Und das bedeutet, du möchtest dein Zuhause in Glanz bringen. Aber das soll auch warm sein, familiär, wohnlich. Bedeutet aber auch, dass du möchtest in Familie auch wahrgenommen werden, auch mal im Mittelpunkt sein, Anerkennung bekommen. Die sechste Lebensbereich ist die Arbeit, die Pflichten. Und bedeutet auch die Gesundheit
Und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Jungfrau. Da brauchst du die Ordnung und die liebst es auch. Die Jungfrau hat auch einen Bezug zum Gesundheit. Das wäre auch ein Bereich, wo du dich beruflich orientieren kannst. Die Tierkreiszeichen Jungfrau wirkt aber noch auf dem fünften Lebensbereich auch. Dominiert die Löwe, weil das öffnet den Tor, aber Einfluss hast auch noch von Tierkreiszeichen Jungfrau. Die Tierkreiszeichen Jungfrau gehört auch zum Erdeelement und das vermittelt Sicherheit, Stabilität und die Jungfrau möchte auch Ordnung. Aber die Jungfrau neigt, kritisch zu sein. Nicht nur andere gegenüber, sondern auch kritisch zu sein mit sich selbst gegenüber. Und dann kommt etwas Interessantes. Immer noch im sechsten Lebensbereich, Bereich Arbeit und Gesundheit, ist die Tierkreiszeichen Waage eingeschlossen. Und das fühlt sich so an, wenn du da nicht bewegen könntest. Du fühlst diese Sperre im Arbeit. Ich lege die Tierkreiszeichen Waage hier seitlich und das symbolisiert, dass die Waage hier im sechsten Lebensbereich eingeschlossen ist. Die Waage symbolisiert die Gerechtigkeit und Gleichgewicht. Und wenn du das in Arbeitsplatz nicht erlebst, sondern du erlebst das eher als Ungerechtigkeit und kannst nicht tun, dann fühlst du dich wie eingesperrt und genau das zeigt hier die Waage, weil du da nicht behaupten kannst. Die siebten Lebensbereich ist die Partnerschaft. Das liegt genau dem ersten Lebensbereich gegenüber und spiegelt etwas. Und in dem Moment, wo wir geboren sind, schauen wir in diesen Spiegel. Ein Neugeborenen hat dieses Blick und erkennt den Seelenpartner oder Seelenpartnerin, aber das geht im Unbewussten, aber unsere Seele erinnert auf diesem Bilder. Und wir sind auf die Suche nach unserem Partner oder Partnerin. Und dieser Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Skorpion. Und hat noch einen Einfluss auf den sechsten Lebensbereich. Das heißt, Skorpion wirkt noch auf die Arbeit, hier brauchst du Transformation, kann auch bedeuten, dass du im spirituellen Bereich arbeiten könntest, das ist das Geheimnisvolle, oder kann auch bedeuten, dass du deine Geheimnisse bewahren sollst im Arbeitsplatz. Und weil hier Jungfrau und Skorpion wirkt auf den sechsten Lebensbereich. In die Mitte ist die Waage eingeschlossen. Die achte Lebensbereich öffnet sich mit Tierkreiszeichen Schütze und hat noch einen Einfluss auch auf den siebten Lebensbereich, auf die Partnerschaft. Die achte Lebensbereich ist der Bereich die Transformation und das geht durch die Schütze-Energie. Und das heißt Ziele setzen und die Ziel ist der Wunsch und das, was dich begeistert, das ist Feuerelement. Und diese Ziele nicht aus den Augen verlieren, sondern zielbewusst in die Richtung konzentrieren. Das ist diese Transformation.
Die achte Lebensbereich hat auch mit Sexualität auch was zu tun, weil hier herrscht Pluto und Pluto ist für Sexualität zugeordnet. Und das mit Schütze-Energie, dieser feurige Schütze-Energie, natürlich diese Leidenschaft, dass du das nicht unterdrücken sollst, sondern das auch leben. Und Skorpion hat auch mit Sexualität etwas zu tun, weil Skorpion herrscht über diesen Bereich und das ist sehr wichtig in die Partnerschaft. Die neunte Lebensbereich öffnet sich mit Steinbock und dieser Steinbock hat auch einen Einfluss auf den Berufung, dem höchsten Punkt des Horoskopes. Das heißt, die Steinbock öffnet zwei Toren. Die Steinbock öffnet sich den Tor zum neunten Lebensbereich, das sind die Reisen und Ausland. Aber das kann auch die innere Reise sein. Und öffnet den Tor auch zu dem zehnten Lebensbereich und das heißt die Berufung. Die elften Lebensbereich öffnet sich mit Wassermann. Und die elften Lebensbereich hat aber nicht nur, die Wassermann hat aber nicht nur auf den elften Lebensbereich einen Einfluss, sondern Wassermann beeinflusst die zehnten Lebensbereich. Dieser zehnten Lebensbereich ist der höchste Punkt des Horoskopes und zeigt, wie kannst deine Ziele erreichen. Was hier betont, ist die Steinbock, aber Wassermann unterstützt das. Ich erkläre sofort, was das bedeutet. Und die elften Lebensbereich, hier handelt sich um Hoffnungen und Wünschen, aber auch Freundschaften, soziale Kontakte. Die Tierkreiszeichen, Wassermann zeigt, das ist etwas Außergewöhnliches oder sind immer wieder so außergewöhnliche Umstände. Aber zurück zu dein höchste, die Krone des Baumes, die höchste Punkt des Horoskopes. Wie erreichst du deine Ziele? Oder wo bekommst du Anerkennung? Zeigt natürlich auch deine Berufung. Die Tierkreiszeichen Steinbock und die Steinbock-Geborenen haben hohe Ziele und hohe Ideale. Und auch wenn das schwierig zum Erreichen ist, sie bleiben konzentriert auf diesem Weg, weil sie geben das nicht auf. Die haben diese Kraft. Sie klettern bis zum Spitze des Berges. Und sie haben diese Geduld und Ausdauer. Und so kannst du deine Ziele erreichen. Aber du brauchst klare Ziele und das zeigt die Schütze. Und das ist die Transformation. Weil die Schütze zeigt den Weg. Die Schütze zeigt im Zentrum unserer Galaxie der Milchstraße. Und dieses Zentrum ist ein Energiefeld und zeigt unsere Wünsche. Dann hast du hier ein Ziel, ein Wunsch. Die Steinbock zeigt, du erreichst es, bleib dabei, gib nicht auf. Das ist deine Kraft. Und Wassermann zeigt auch etwas. Die Tierkreiszeichen Steinbock, Geborenen, die klettern bis zum Spitze des Berges. Und dieser Weg ist nicht immer einfach, aber das wissen die Steinbock-Geborenen. Und die Wassermann-Geborenen haben dieses Privileg und so fühlen sie sich auch, die sind schon oben. Die sind so geboren. Die müssen dafür gar nichts tun. Sie haben schon dieses Gefühl. Egal was sie anfangen im Leben, sie steigen immer von oben ein. Also sie fangen nicht von unten an, sondern von oben.
Weil das entspricht ihrer Natur, das entspricht ihrem Gefühl. Und du brauchst dieses Gefühl auch, damit du leichter deine Ziele erreichen kannst. Das ist wie ein Adlerblick. Und mit diesem Adlerblick hast du die Weitblick und auch die Leichtigkeit, weil die Tierkreis zeichnen Wassermann gehört zum Luftelement. Das ist Leichtigkeit. Und dann kommt Luftelement, Gedanken, Ideen, die großartige Ideen und das kannst du umsetzen beruflich. Und jetzt kommt die 12. Lebensbereich. Und die 12. Lebensbereich öffnet sich den Tor mit Fischen. Und die Fischen hat auch einen Einfluss auf die Freundschaften. Und die Tierkreis zeichnen Fische fühlt sich wohl in diesem Bereich, weil das entspricht die Natur der Fische. Das ist wie ein Ozean, wo man in die Tiefe schaut. Und die Geheimnisse liegen hier in die Tiefe, Geheimnisse des Lebens. Und dieser Bereich öffnet sich mit Fisch. Das ist deine Intuition und deine Inspiration. Großartig. Aber du siehst hier Fischen und Stier. Aber dazwischen ist ein Tierkreiszeichen und das ist die Tierkreiszeichen Widder. Und die Widder ist hier eingeschlossen. Vielleicht so ist besser zum Sehen. Die Widder kommt nicht in Geltung, weil das ist, fühlt sich an wie eingesperrt. Und das ist die Kraft und die Mut. Die Mut, etwas Neues zu beginnen. Und das heißt, in dem Moment, wenn dich etwas begeistert und möchtest starten, dann bremst das, weil du zweifelst an dir selbst oder bekommst du Angst. Und hier ist wichtig, die Widderenergie zu befreien. Und vor allem, da leidet die Gesundheit, weil die 6. Lebensbereich steht zu Gesundheit und die 12. Lebensbereich beschreibt die Ursache, die Erkrankungen. Und das kann die Ursache sein, wenn du diesen Mut nicht hast, etwas spontan tun oder etwas Neues starten. Und jetzt Sonne, Mond und die Planeten, wo befindet sich das alles? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe im 5. Lebensbereich, im Bereich die Kinder. Die Löwe fühlt sich sehr wohl in diesem Lebensbereich, weil das entspricht die Löwenatur. Und hier liegt die schöpferische Kraft und das zeigt auch die Löwe und du hast auch dieses Glück, dass du hier die Löwe-Energie hast. Und das kannst du so vorstellen, die Löwengeborenen brauchen die Publikum, die Löwengeborenen brauchen die Anerkennung. Und ein Löwengeborenen kann man nicht übersehen. Die Löwe vermittelt aber noch etwas Wichtiges. Über die Tierkreiszeichen Löwe herrscht die Sonne. Du hast eine sehr starke Sonne hier. Und so wie die Sonne die Zentrum unserem Sonnensystem ist, so sind die Löwengeborenen die Zentrum, sie stehen im Mittelpunkt. Die kann man gar nicht übersehen. Die haben diese Ausstrahlung. Wenn sie übersehen werden oder jemand verdrängt einen Löwengeborenen, das kränkt. Ein Löwengeborenen fühlt sich gekränkt damit. Und die Löwengeborenen brauchen die Publikum. Die Tierkreiszeichen Löwe steht in einer engen Verbindung zu unserem Herz. Die Löwe und auch die Sonne herrscht astromedizinisch über unserem Herz. Und unserem Herz ist wie eine Schatztruhe. Wir müssen das nur öffnen.
Es ist alles drin, was wir lieben. Hobby, Berufung, Natur, Kinder oder Freundschaften, Liebe, Partnerschaft oder Musik, Tanz, Sport, Bewegung, Lesen, Lernen. Jeder Mensch liebt etwas anderes. Wie finden wir das heraus, wenn wir unserem Herz öffnen? Weil das ist alles im Herz geschrieben. Und für uns alle ist das wichtig, aber das zeigt die Löwe. Und wenn wir das leben, dann können wir das kreativ, schöpferisch gestalten. Und eine Vorstellung über das Leben, und das hilft auch, stell dir vor, dein Leben ist ein Theaterstück. Und du gestaltest es nach deinem Geschmack. Die Farben, die Einrichtung, die Kostüme, du wählst sogar die Schauspieler aus. Und du schreibst die Drehbuch. Und du führst die Regie. Und du spielst die Hauptrolle. Weil du bist die Königin in diesem Theater, in diesem Bühne. Das ist deine Bühne. Das ist deins. Und hier ist deine Fantasie gefragt, wie du das gestaltest und welche Rolle hier du spielen möchtest. Das ist das Leben. Und genau davon erzählt die Löwe, genau davon erzählt dieser fünfte Lebensbereich. Und dann verspüren wir diese Energie, diese schöpferische Kraft und dann gestalten wir nach unserem Geschmack, auch nach unserem Herz. Und das schenkt uns Lebensfreude. Aber nicht mit Pflicht und mit Gedanken, oh, das klappt nicht, weil das bedrückt uns, sondern spielerisch wie die Kinder. Dann verspielen wir unserem Leben nicht. Und das zeigt dein Sonne hier, Löwe, fünfter Lebensbereich. Dein Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Jungfrau. Für eine Jungfrau ist es nicht so einfach, das so zu vorstellen. Dazu ist die Jungfrau sehr realistisch, bodenständig und nüchtern. Aber das gibt dir diesen Ausgleich, dass du keine Traumschlösser baust, sondern die Jungfrau holt dich auf die Erde. Jungfrau erdet und zeigt auch die Realität. Und da kannst du kluge Entscheidungen treffen, weil das zeigt auch deine Intelligenz hier im Jungfrau. Mond im Jungfrau, ja, aber immer noch im fünften Lebensbereich. Also hier dieser Jungfrau-Mond ist nicht hier im Arbeit, sondern Mond ist auch im fünften Lebensbereich, so wie dein Sonne auch. Merkur ist der Planet der Kommunikation und Handlungen. Merkur steht in Verbindung zu deinem Mond in Jungfrau. Und auch im fünften Lebensbereich. Also Kinder ist für dich enorm wichtig. Mond zeigt auch Mütterlichkeit. Und hier, Merkur-Energie hat einen Bezug zum Jugend. Zu Kinder, zu Jugend. Und du bist in deinem Inneren immer jugendlich. Das wirst du nie alt sein, weil du fühlst dich immer jung. Und das zeigt hier Merkur in diesem Bereich in Verbindung zu deinem Mond, was deinen Gefühlen entspricht, und die Zwilling, was auch einen Einfluss hat auf dein Aussehen, auf deine Persönlichkeit. Venus befindet sich im Löwe auch im fünften Bereich. Auch bei den Kindern. In Löwe hier im fünften Lebensbereich. Venus ist deine Weiblichkeit, du als Frau.
Venus zeigt aber auch die Begabung, Kunst und Kreativität. Und gerade hier bei diesem Theaterstück, wo auch die Kreativität gefragt und hier ist diese schöpferische Energie, also du bist sehr schöpferisch. Mars befindet sich auch im Löwe, auch im fünften Lebensbereich und steht in Verbindung zum Sonne. Du hast ein Mars-Sonne-Konjunktion. Die wirken gemeinsam. Beide ist männliche Energie. Sonne symbolisiert der Vater, also männlich, und Mars symbolisiert der Mann. Und die beiden stehen in einer Verbindung, das heißt, all das, was du erlebt hast im Elternhaus, wie du deinen Vater erlebt hast, das zieht sich wie rote Faden und du ziehst du gleiche oder ähnlichen Partner an. Oder dein Vater hat dir vermittelt, wie du dich durchsetzen kannst im Leben und so hast du diese Energie. Natürlich kann auch bedeuten, dass er das nicht vermittelt hat und hier hast du die Lernaufgabe, das selbst, deine eigenen Entscheidungen zu treffen und selbst zu behaupten. Aber du hast eine sehr starke Sonne und eine sehr starke Mars-Energie hier im Löwe. Das ist auch feurig, steht auch mit Mars in Verbindung. Also du hast diese Kraft, dich wirklich zu behaupten im Leben. Jupiter vergrößert etwas. Jupiter zeigt auch unsere Größe, das ist die innere Sonne. Was denkst du, wo befindet sich Jupiter in dein Horoskop? Ja, im Löwe im fünften Lebensbereich. Jupiter ist auch hier. Das ist hier eine ganze Ballung von Energie. Alles hat einen Bezug zum Löwe. Saturn ist der große Lehrmeister. Beeinflusst unserem Schicksal, beeinflusst unserem Leben. Saturn steht in Skorpion auf diesem Tor zum Partnerschaft. Saturn in Skorpion. Saturn beeinflusst dein Liebesleben. In erster Lebenshälfte ist streng. Also du hast auch sehr viel Tränen, Schmerz und Tränen erlebt in die Liebepartnerschaft. Zum Glück wirkt Saturn anderes in zweiten Lebenshälfte. In jungen Jahren erteilt Lernaufgabe, in späteren Jahren wirkt anderes, dann sorgt für Sicherheit, Stabilität und Struktur. Uranus ist der Planet, wo immer wieder Umbrüche und Veränderungen hervorruft. Uranus befindet sich in dein Horoskop im Krebs, exakt im Grenzbereich zwischen Krebs und Löwe. Wirkt nicht nur auf dem Krebs, sondern wirkt auch auf dem Löwe auch. Aber noch im Krebs, aber übergeht im Löwe. Und wirkt auf deine Wohnsituation. Und du erlebst das immer wieder in dein Leben, dass hier Umbrüche und Veränderungen kommen und oft das plötzlich unerwartet, dass du dieser sichere Boden aus den Füßen gerissen wird und du fühlst dich entwurzelt und du musst immer neu orientieren. Aber Uranus wirkt auch ungewöhnliche, außergewöhnliche Kontakte, Verbindungen, wie du zu dein Haus oder Wohnung kommst. Und die Einrichtung ist zwar glanzvoll und warm, aber außergewöhnlich. Neptun ist in Tierkreiszeichen Waage und Neptun ist hier eingeschlossen.
in Waage und hat einen Einfluss auf deinen sechsten Lebensbereich. Und das sollst du befreien. Du sollst diese Neptun-Energie befreien. Neptun ist der Planet zum Künstler und das im Waage. Und die Waage ist die Schönheit, Kreativität und Kunst. Und das im Arbeitsbereich. Und mit diesem Potenzial hast diese künstlerische Begabung. Und solange bis du deine Berufung nicht findest oder deine schöpferische Kraft nicht in eine Richtung lenken kannst, das sind unterdrückten Gefühlen auch. Dann fühlst du dich ungerecht behandelt, fühlst du dich wie eingesperrt und das kränkt auch. Pluto gibt die inneren Kraft und Pluto befindet sich, rate mal, wo befindet sich Pluto? Ja, auch im Löwe, auch im fünften Lebensbereich. Pluto ist auch hier. Und das gibt dir die Macht, das gibt dir die inneren Kraft und auch die Reichtum. Steht auch zum Plutos Herrschaft. Aber Pluto vermittelt auch etwas. Alles loslassen, was diese Kraft raubt. Und da brauchst du diese Überzeugungskraft. Es gibt ein Kleinplanet. Dieser Kleinplanet befindet sich zwischen Saturn und Uranus in unserem Sonnensystem. Und dieser Kleinplanet ist ein Kentaur und heißt Chiron. Chiron befindet sich bei dir in Wassermann, in Tierkreiszeichen. Chiron befindet sich in Wassermann, im 10. Lebensbereich, genau. Hier im Wassermann, im 10. Lebensbereich. Das ist Chiron. Ich erzähle dazu die mythologische Geschichte, dann verstehst, warum tut dir das weh, dass du nicht deine Berufung lebst. Dieser Chiron ist der Sohn von Saturn. Aber nicht von seiner Ehefrau Rhea, sondern von einer Nymphe. Rhea hat aber entdeckt, dass Saturn fremdgegangen ist und Saturn hat geflüchtet und diese Nymphe blieb alleine schwanger und gebar diese Chiron. Und so wie du das erkennen kannst, das ist ein Mischwesen, halb Pferd, halb Mensch. Und diese Frau hat ihr Sohn erblickt hat und hat sie so hässlich gefunden. Und sie hat sich dann in einen Lindenbaum verwandelt, wollte mit ihm nichts zu tun haben. Als Neugeborene war alleine gelassen, war niemand da. Bis dann Apollo, der Sonnengott, kam und nahm zu sich. Und dieser Sonnengott Apollo hat ihn großgezogen wie einen eigenen Sohn. Er wurde was ganz Besonderes. Er war der beste Ratgeber. War sehr klug, intelligent. Er konnte in verschiedenen Instrumenten spielen, also war musikalisch begabt. Das Größte aber, was Chiron machen könnte, das war die Heilung. Und somit wurde die größte Heiler überhaupt. Er ist ein Heiler. Später wurde mit einem giftigen Pfeil getroffen und hat eine Verletzung erlebt. Er könnte jede helfen und heilen, aber er könnte sich selbst nicht heilen. Und er ging dann zum Zeus, das war der Himmelsgott, und sagte, ihr habt so einen seelischen Schmerz und ihr habt so einen körperlichen Schmerz,
ich möchte sterben. Er war unsterblich, weil er hat diese Unsterblichkeit von Saturn geerbt. Aber er wollte nicht mehr leben. Und dann sagte Zeus, gut, dann gib deine Unsterblichkeit an Prometheus weiter. Und Chiron hat seine Unsterblichkeit an Prometheus weitergegeben. Und aus Dankbarkeit haben die Götter ihn im Himmel gesetzt. Also haben sie doch unsterblich gemacht. Und dieser Chiron ist nichts anderes als hier die Schütze-Symbol. Das ist dieser Kentaur, halb Pferd, halb Mensch. Und immer wo Chiron im Horoskop befindet, zeigt, wo weh tut, wo wir Heilung braucht und bringt auch Heilung. Und das ist deine Berufung. Wenn du nicht deine Berufung leben kannst und fühlst du dich wie eingesperrt, das kränkt dich. Mit diesem Potenzial muss das gelebt werden. Natürlich kann das auch bedeuten, dass du heilerische Fähigkeiten hast und mit diesen heilerischen Fähigkeiten findest deine Berufung. In diesem Punkt, wo hier Neptun liegt, eingeschlossen im Waage, ist aber gleichzeitig der Glückspunkt, wo du auch Glück hast. Wenn du diese ganze Energie befreist und fühlst dich nicht eingeengt, eingesprengt, daran liegt auch dein Glück. Und jetzt schauen wir an, welche Einflüsse bekommst du noch von Sternen. Dein Aszendent ist Stier und hat einen Einfluss von Charatan und Mesartim. Diese beiden Sternen stehen in einer engen Verbindung, Charatan und Mesartim. Und das ist eigentlich die Hörner, hier die Widerhörner, aber wirkt im Bereich Stier, im Grenzbereich. Aber eigentlich die beiden Sternen sind die Hörner der Widder. Und diese beiden Sternen beeinflussen dein Geburtsmoment. Und das zeigt dir, zeig Kraft im Leben, zeig Hörner, setz dich durch, durch den Wand. Wenn du was vorhast, gibst das bitte nicht auf. Diese beiden Sternen nennt man als die beiden Zeichen und symbolisiert Neuanfang. Es war früher auch hier der Frühlingspunkt und das zeigt Neuanfang. Also sei mutig, wenn es um Neuanfang geht und zieh dich nicht zurück. Dein Sonne im Löwe wird von Hydra bestrahlt. Hydra ist die Wasserschlange. Und dazu erzähle ich eine Geschichte. Apollo, der Sonnengott, sagte zu Rabe, schau mal du Rabe, hier ist ein goldener Becher, fliege zum Quellwasser und hol frisches Wasser an Zeus, aber bitte beeile dich. Dann fliegt die Rabe davon und unterwegs findet er einen Feigebaum und wollte von diesem Feigebaum essen. Aber das war noch gar nicht reif und der Rabe wartete, bis die Feige reif waren und erst dann hat die Wasser geholt. Dann kehrte er zurück zum Apollo und Apollo fragte den Raben, ja, wo warst du denn so lange? Und die Rabe sagte, ja, weißt du, ich kann doch nichts dafür. Da war diese Hydra, diese Wasserschlange und sperrte den Weg und das war die Grund das für meine Verspätung. Und Apollo hat diese Lüge entdeckt und ja, bestraft hat schon den Rabe, weil die Apollo hat alle im Himmel gesetzt, auch den Rabe, auch diesen goldenen Kelch und auch diese Wasserschlange. Und der Rabe muss jedes Mal die beiden Sternbilder anschauen und immer auf seine Lüge erinnern. Und was erzählt dir diese Geschichte?
Natürlich, Hydra kam nochmal vor in mythologische Geschichte. Das ist die siebenköpfige Gestalt, wo erzählt wurde, immer wenn ein Kopf abgeschnitten wird, dann zwei andere wächst raus. Und das wurde aber von Herkules dann besiegt. Und diese Hydra symbolisiert erstens die Einflüsse von außen. Und oft Intrigen und Lügen, dass wir sowas auch erkennen und besiegen. Aber diese Hydra ist auch oft unsere Angst, dass wir das, so wie Herkules das besiegt hat, dass wir diese Angst besiegen. Und das ist für dich wichtig, wenn du dein Sonnenkraft leben möchtest, dein Selbst leben möchtest, dass du die Angst überwindest und dass du immer mit offenen Augen betrachtest, welche Einflüsse kommen von außen. Entspricht das die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Und dann achte auf diesen goldenen Becher, was die Rabe gebracht hat, weil das ist die schöpferische Kraft, diese Energie. Das ist die Quellwasser und es ist nichts anderes als unsere Intuition und Inspiration. Und deine Aufgabe ist, diesen Weg nicht sperren, so wie Rabe erzählt hat, die Wasserschlange sperrte den Weg, sondern diese Quellwasser entdecken in dir und das ist deine Intuition und deine Inspiration. Mond ist im Jungfrau und wird von Zosma bestrahlt und übersetzt heißt es wie ein Gürtel und verleiht prophetische Gabe. Bei den Babylonier wurde dieser Stern als Kua, der Gott der Orakel und Wahrsagung, genannt. Und du hast dieses Gefühl, vieles voraussehen, kann auch sogar bedeuten, dass du träumst etwas voraus. Merkur ist der Planet der Kommunikation, Handlungen, wird von Zosma bestrahlt. Und diese Zosma bedeutet, dass du etwas in Ordnung bringen sollst. Aber auch Zeit lassen, geduldig zu sein, das ist wie eine Ernte. Alles, was du beginnst, das trägt Früchte. Du erntest, aber bis du das erreichst, deine Ziele, du brauchst Zeit und Geduld und das in Form zu bringen. Venus ist deine weibliche Energie, du als Frau im Löwe. Das ist von bestrahlt von Algenubi. Algenubi, das ist die Krone, der Kopf der Löwe und das verleiht dir als Frau wie eine Königin. Fühle dich als Frau wirklich wie eine Königin, der diese Krone im Kopf hat. Mars ist im Löwe auch von Hydra bestrahlt. Und diese Hydra ist diese Wasserschlange und denkt an Herkules. Herkules besiegt diese Schlange und das ist ein Kampf. Und diese Hydra, das wächst immer und wächst immer und wächst immer, bis dann Herkules besiegt hat. Das war eine von seinen Aufgaben, die Hydra besiegen. Und das symbolisiert die Angst. Aber erinnere auf diese Geschichte mit der Rabe, das hat immer in Verbindung auch mit Lügen, dass du das sowas auch erkennst, dass du das trennst. Menschen, die dir anlügen, trennst und auch deine Angst besiegst. Und hier diese Mars-Energie, dass du diese Mut und Kraft hast, das auch zu tun. Denk an Herkules, diese Herkules-Energie. Jupiter ist im Löwe und wird von Akubens bestrahlt. Jupiter zeigt dein Gerechtigkeitssinn, Jupiter zeigt deine inneren Größe, auch deine optimistische Haltung und bringt Glück im Leben. Jupiter ist auch im Löwe und wird von Akubens bestrahlt und dieser Stern heißt übersetzt Zuflucht, versteckt und das bedeutet, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann ziehe dich zurück, verstecke dich dann, bis du wieder Kraft hast. Oder
dass du vieles Neues entdeckst im Leben, diese versteckten Dinge im Leben. Saturn befindet sich im Skorpion und öffnet den Tor zum Partnerschaft und wird von den südlichen und nördlichen Schale bestrahlt. Diese beiden Schalen zeigen die Gleichgewicht. Da kannst du auf die Niere auch denken und in unserem Nieren hat ein Bezug zum Partnerschaft. Also immer im Gleichgewicht zu bleiben und das immer im Gleichgewicht zu halten. Das sind die beiden Waageschale. Und das, was du beachten sollst in die Liebe Partnerschaft, das darf nicht einseitig sein. Uranus hat keinen direkten Einfluss. Neptun, hier eingesperrt hier im Waage, wird von Bärenhüter bestrahlt. Und dieser Bärenhüter gibt dir den Schutz. Pluto ist hier im Löwe, im fünften Lebensbereich, wo deine Macht verspürst, deine innere Kraft wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen, Stern die Herrscher und Könige. Und Regulus ist das Herz der Löwen. Da ist deine Kraft, in dein Herzen. Also mach das, was in deinem Herzen ist und mach dir keine Kompromisse. Damit bist du vereint. Die Zahl 2, das, was dir gehört. Und alle anderen Einflüsse von außen, die das versuchen zu verhindern, davon sollst du trennen, so wie von Hydra getrennt wurde. Es gibt 2 Mondknoten. Einmal die absteigende Mondknoten und das zeigt alten Karma, alten karmischen Erinnerungen, Erfahrungen. Das hast du in Zwillingen, hier im zweiten Lebensbereich. Mit Finanzen, mit Handlungen und Verträgen, was die Geldfinanzen betrifft, hast du in früheren Leben was zu tun gehabt. Das hat dir entweder Gewinn gebracht oder Verlust. Das kannst du erkennen, wie du zum Geld stehst. Wenn du immer diese Gedanken und Gefühl hast, egal was du machst, du kannst immer handeln und kommt Geld, dann hast du gute Erfahrungen gemacht mit diesen Handlungen und Finanzen. Dann kommt das in Erinnerung. Wenn du aber immer Angst hast, dass hier alles verloren geht und hast du Verlustangst, dann ist das ein Hinweis, dass du in früheren Leben in diesem Bereich tätig warst, aber hast du Verlust gemacht. Und die neue Richtung, was deine Seele ausgesucht hast, ist die Schütze. Und das ist die Wandlung hier, hat auch mit Finanzen auch was zu tun. Und das sind die Investitionen und auch Buchhaltung, auch Ämtern, wie du das alles in Ordnung bringst, die Finanzen. Kann auch bedeuten, das Geld von Partnern und bedeutet auch Erbschaften, dass du so zum Geld kommst. Welche Verbindungen hast? Ah ja, vorher noch die Einflüsse. Einmal bei absteigenden Mondknoten, bei Zwillinge, hast du Einfluss von Alcheka. Und diese Stern Alcheka wurde bezeichnet als himmlischen Tor. Also du hast hier ein Tor zu Finanzen, dass du da handelst oder die Finanzen in Ordnung bringst. Und gegenüber hier die aufsteigende Mondknoten in Schütze, hier im 8. Lebensbereich, wo um die Wandlung geht, aber um die Finanzen auch geht, weil das spiegelt auch, also hat mit Geld auch was zu tun. In diesem Lebensbereich ist ein aufsteigender Mondknoten dein Schicksalsweg, das, was du noch nicht kennst,
was du lernen sollst, was dich auch befreit. Das hat deine Seele ausgesucht. Dieser aufsteigende Mondknoten wird von Lesat bestrahlt. Und diesem Stern Lesat heißt ein nebeliger Fleck. Da hast du einen schwarzen Fleck. Ist nicht weiter schlimm, nur zum Erkennen. Sehen etwas, wenn das um die Finanzen geht, wenn das um Investitionen geht, wenn das um Erbschaften geht oder das Geld zu verwalten, all das auch, was vom Partner kommt, das kann passieren, dass da Gefahren kommt, aber kann auch bedeuten, dass das einfach dein Zweifel zeigt. Zwei bedeutet auch Zweifel, Angst vor Verlust, Verlustangst. Und diese Zweifel sollst du überwinden. Und wenn Gefahren da sind, weil jemand versucht, Geld aus die Tasche zu ziehen oder versucht, dich finanziell betrügen, dass du auch sehen sollst. Sowas sollst du auch sehen, deine Augen öffnen. Welche Verbindungen gibt in dein Horoskop? Sonne, Pluto und Mars. Sonne, Pluto, Mars stehen in einer engen Verbindung im Löwe. Und sie wirken gemeinsam und haben eine sehr schöne Verbindung zum Neptun. Das heißt, du hast die Kraft, deine Träume zum Leben. Jupiter, was deine Chancen betrifft und zeigt auch deine Werte, steht in Spannung zum Saturn. Und das sollst du lernen, zu deinen Werten zu stehen und diese Wertschätzung verlangen, damit du eine glückliche Partnerschaft leben kannst. So kommt das alles im Gleichgewicht. Liebe Ariela, das war diese Horoskop-Analyse. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.